Kriegsgrund gesucht. Westen wirft Damaskus vor, chemische Waffen gegen seine Gegner einzusetzen, von Karin Leukefeld. Die Frage, ob und wenn ja, von wem Chemiewaffen in Syrien eingesetzt wurden, wird seitens der US-Regierung immer mehr zur Erpressung. Präsident Barack Obama hat die Verwendung der international geächteten Kampfmittel in Syrien als rote Linie für das Eingreifen der Vereinigten Staaten bezeichnet und bisher ein größeres militärisches Engagement ausgeschlossen. Die USA unterstützen die Aufständischen in Syrien mit Ausbildung, Ausrüstung und Logistik. Die CIA kontrolliert deren Bewaffnung durch die US-Partner Katar, Saudi-Arabien, Türkei und Jordanien, um eine Aufrüstung radikaler islamistischer Gruppen zu vermeiden. Doch die Stimmen, die ein offenes, militärisches Eingreifen der USA fordern, mehren sich. Vergangene Woche bestätigte der israelische Militärgeheimdienst Behauptungen von britischen Agenten und der CIA über den Einsatz chemischer Kampfstoffe in Syrien. Man habe Informationen, dass das Regime mehrmals tödliche Chemiewaffen eingesetzt habe, verlangte Brigadegeneral Itai Brun. Am Freitag forderte der stellvertretende Außenminister Israels, Elkin, die Kontrolle über die syrischen Chemiewaffenbestände zu übernehmen. Regierungschef Benjamin Netanyahu forderte inzwischen das Kabinett auf, sich zu Syrien nicht mehr öffentlich zu äußern. Der israelische Armeerundfunk berichtete am Sonntag, dass Netanyahu den Eindruck vermeiden wolle, dass Israel die westlichen Verbündeten zu einem Eingreifen in Syrien dränge. Schnelles Handeln forderte auch die oppositionelle syrische Nationale Koalition in Istanbul. Assads Streitkräfte hätten mehr als einmal in Ghouta, Provinz Damaskus, in Damaskus, Homs und Aleppo Giftgas gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt, hieß es am Freitag. Seit Wochen habe man das beobachtet, daher sei es ein Muss für den UN-Sicherheitsrat und die USA einzuschreiten. Zumindest eine Flugverbotszone müsse umgehend eingerichtet werden. Die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, IPPNW, forderte eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe über den Einsatz von Giftgas in Syrien. Das Giftgasprogramm Syriens sei bekannt. Deutsche Unternehmen hätten in den 1970er und 1980er Jahren durch Lieferungen entsprechender technischer Gerätschaften an dessen Aufbau wesentlich mitgewirkt. Das Grundproblem in Syrien läge sowieso in der gewaltförmigen Art der Konfliktaustragung. Nicht militärische Eskalation, sondern Verhandlungen und ein Ende von Waffenlieferungen seien geboten, forderte die Vorsitzende der deutschen Sektion Susanne Grabenhorst. Der Sprecher des russischen Außenministeriums Alexander Lukaschewitsch kritisierte derweil die Politisierung der UN-Inspektorenmission, die ursprünglich von der syrischen Regierung zur Untersuchung eines Angriffs am 19. März in der Provinz Aleppo angefordert worden war. Durch den Einfluss verschiedener Staaten habe sich der Auftrag der Mission drastisch gewandelt. Die weitreichenden Befugnisse, die für sie inzwischen gefordert würden, ähnelten denen, die zuletzt im Irak in den 1990er Jahren gegolten hätten. Anders als Syrien habe der Irak damals unter UN-Sanktionen gestanden. Die Vereinigten Nationen hatten am Donnerstag erneut den bedingungslosen und ungehinderten Zugang zu allen Teilen Syriens für das Untersuchungsteam gefordert. Russische und chinesische Experten sind in der Mission nicht vertreten, was Syrien aber als vertrauensbildende Maßnahme fordert. Die oppositionelle Nationale Koalition lehnt genau dies entschieden ab. US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hatte sich am vergangenen Freitag sehr vorsichtig geäußert. Die syrischen Streitkräfte könnten in geringen Mengen Giftgas, möglicherweise das Nervengas Sarin, eingesetzt haben, sagte er. Die vorliegenden Informationen der Geheimdienste stimmten nicht überein, würden aber geprüft. Unbestätigten Berichten zufolge, Russia Today unter Berufung auf französische Quellen, plant das Pentagon in Zusammenarbeit mit der jordanischen Armee einen Luftkorridor für israelische Drohnen einzurichten, die das Chemiewaffenarsenal Syriens überwachen sollen. Das könnte möglicherweise mit dem jordanischen König Abdullah II. Erörtert worden sein, der am vergangenen Freitag in Washington mit Präsident Obama zusammentraf. Offiziell ist lediglich die Rede von einem spezialisierten Kommando- und Kontrollzentrum in Jordanien, um den möglichen Einsatz von Chemiewaffen zu registrieren. Etwa 300 Jordanier demonstrierten am Freitag in Amman gegen die Stationierung US-amerikanischer Soldaten in ihrem Land. Der von linken und parteiunabhängigen Aktivisten organisierte Protestmarsch wandte sich gegen ein entsprechendes Abkommen zwischen Jordanien und den USA. Die Präsenz von US-Truppen sei nicht in unserem nationalen Interesse, riefen die Demonstranten. Unter dem Vorwand, den Umgang mit den geächteten Kampfmitteln in Syrien zu beobachten, könnte die Stationierung von US-Truppen in Jordanien zu einer Invasion des Landes führen, wie im Irak 2003 geschehen.